My name. Ago. Das war OPN R im Steinbruch. Da werden gerade die Lautsprecher ausgeladen mit Kinderchor und Theater und allem möglichen. Das ist ein simpler Screenshot von einer Software. Das war eine Klanginstallation in Köln, in einer Kirche, also wo die Tasten niedergeklemmt werden und über den Computer dann die Register ein- und ausgeschalten wurden und so quasi dann die ganze Stunde die Orgel selbst spielend war. Das ist simple Komposition für Orgel. Da war ich in einem Film Polizist, in den Anfängen, in den Enden der Jugend. Das war vor ein paar Jahren in Bern mit dem Kabinetttheater Wien. Das war Turmbar zu Babel in Linz. Das waren 4.400 Sänger, 70 Schlagwerker, Blechbläser und 20 Schlagwerker und Elektronik rundherum. Das war die Oper bei den Wiener Festwochen, Massaker. Georg Miegel stirbt gerade. Auch Massaker, Wiener Festwochen, auch Massaker. Das ist eine Komposition für die Stuttgarter Vokalsolisten. Das war das Open Air St. Pölten, eine Seite der Bühne. Auf der hinteren Seite waren selben Lautsprecher und rundherum auch noch. Da haben wir dann Symptom Pro Tools Screenshot. Das ist wieder die vielen Sänger in Oberösterreich. Eine andere Software und Partituren. Jede Menge Partituren. Dann, das ist die Proprieté Zither, die liegt leider hier oben. Zugehörigen Dinger. Also du schreibst die Partituren per Hand, schreibst sie am Computer und formst sie in den Audioprogramm. Ja, das ist ziemlich treffend formuliert, würde ich sagen. Das ist ein Live-Set, da haben wir da Fotos von dem, das ist ja zum Leben geboten. Dann habe ich ein paar Videos da liegen, zum Beispiel. Das war eine Modeschau. Das war ein Projekt im Semperdepot in Wien. Da sieht man ganz gut Tänzer, Publikum, 360 Grad Projektion, Videoprojektion. Und oben war die Sopranistin, die noch mitspielt singt. Orgelübungssimulator, Orgelschuhe, bisschen Bach, Cembalo Sound, auch für die Füße was. Und so kann man üben und in der Kirche ist es dann ganz leicht.